Das heutige Spiel ist wieder einmal eine tolle Gelegenheit für alle Spieler, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Spiel hat begonnen. Hoffentlich erfüllen sich die Erwartungen für diesen Kracher. Der Abwehrspieler vereitelt eine passable Torchance. So gibt's Eckball. Pasan. Dann sieht den Angriff fürs Erste gestoppt. Er ist immer noch am Ball. Cassano. Prödel. Keiner der Mitspieler kann sich freilaufen. Gute Einzelleistung bis hierhin, aber jetzt muss er abspielen. Gute Möglichkeit für eine Flanke. In der Mitte fordern sie schon den Ball. Ein besorgniserregender Versuch. Weit, weit, weit daneben. Vielleicht wäre ein feiner Lupfer an dieser Stelle erfolgsversprechender gewesen, statt auf die kurze Ecke zu gehen. Da trifft er aber nur den Gegenspieler. Er ist nah genug dran, um es zu probieren. Er faustet ihn weg. Prödel. Der schwache Pass konnte entschärft werden. Hier ist Cassano. Fast eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Er beschwert sich, gefault worden zu sein, aber das war nichts, sagt der Schiedsrichter. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Es sieht so aus, als wolle er flanken. Jetzt könnte er den Keeper prüfen. Gut gemacht. Das Leder kontrollieren, der Angriff läuft. Das ist die Gelegenheit. Der ging weit daneben. Große Abstimmungsprobleme da hinten in der Abwehr. Das geht nicht lange gut. Noch 5 Minuten Spielzeit im ersten Durchgang und weiter keine Tore. Cassano, der meist nur schwer vom Ball zu trennen ist. Kein Pfiff, alles sauber, zeigt der Referee an. Reto Zieter. Eine Minute wird draufgelegt. Das war's für den Moment. So, zweite Hälfte läuft. Eine Viertelstunde hatten beide Trainer Zeit, hier das ein oder andere zu korrigieren. Wir gucken mal, was es gebracht hat. Die zweite Halbzeit läuft und es steht immer noch unentschieden. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis es den ersten Spielerwechsel gibt. Pasan. Hand. Könnte er mal mit einer Flanke probieren. Eine Flanke. Aber das haben sie verhindert. Pazzini. Palombo. Hier ist Cassano. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Jetzt sind sie mal durch. Zack, zack, klasse gemacht. Sie sind wieder dran. Er sucht erneut die Lücke. Das ist das Tor. Und nun müssen sie sich auf eine völlig neue Situation einstellen. Zeit genug ist ja noch. Die Fans sind mit ihrer Geduld am Ende. Sie schreien ihren Frust lautstark heraus. Wechsel über Wechsel. Der Trainer wird sich was dabei gedacht haben. 0-1 und jetzt müssen sie langsam aufwachen. Na bitte, damit ist diesem Spiel hier also doch noch der Durchbruch gelungen. Ich hatte schon Angst, dass das hier auf ein 0-0 herausläuft. Weggebolzt. Pasan. Hand. Weiter Schuss aufs Tor.
vom Torwart lässig abgewehrt. Palombo. Sie suchen nach der Lücke im Moment, aber die gegnerische Defensive gibt sich diesbezüglich keine Blöße. Na, da können wir uns jetzt aber auf was gefasst machen. Sieht man auch nicht alle Tage. Hand. Semioli. Stankevicius. Dessen Ausdauer fast grenzenlos scheint. Er ist drüber. Mann, war das eng. Das wäre es gewesen, wenn er den reingemacht hätte. Nicht viele Spieler haben die Schusstechnik, um so sauber abziehen zu können. Ein Torunterschied im Moment. Jetzt, da noch 5 Minuten zu spielen sind. Er schlägt den Ball herein. Und er macht ihn. Was für eine Schlussoffensive. Und dann macht er ihn in der Nachspielzeit. Das ist ja wie ein Sieg. Ich weiß nicht, ob er den genau so wollte, aber es sah zumindest gut und spektakulär aus. Vom rechten Pfosten springt der Ball ins Tor. Jetzt ändern sich die personellen Dinge auf dem Feld nachhaltig. Gleichstand, jeweils ein Tor für die beiden Teams. Was für eine Energieleistung. Riesenkompliment an diese Mannschaft. Das ist außergewöhnlich. So kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt. Und ein bisschen was haben wir ja noch auf der Uhr. Wer sagt denn, dass sie hier nicht... Abpfiff. Das war's. Beide Mannschaften haben es versucht und sind nicht mit 3 Punkten...